Hallo? Ja. היום ה-20... richtig. 20 ביולי 1965, ראיון עם מר אריה קמפר על הנושא יהדות ליטא בדיוויזיה הליטאית ובצבא הסובייטי. מראיין דוב לוין, מהירות 4.75, שפה יידיש ועברית. טריין הפידיש. אנחנו גוט אימון פארטאקיש איך וויל אפ פיינג אט לאכע זאכן איז זיי ווען אין ליטווישן איז דער טעלעפון סטנציאן נא היידוטישוק דאס איז לעבן סטנציאן היידוטישקיס לעבן סטנציאן און איז זיי וואס איז געלאפן איבער דעם גרענץ ווי אלע אידן Angeben gekriegt, ich habe gefahren auf Farover. Auf Farover, ja. Ich bin gefahren 500 Kilometer bis Smolensk. Mit dem Rover? Mit dem Rover. Das ist auch nicht, ja. Ich bin ja zu Fuß, mit dem Rover, ja. Nun, allein, das, allein oder mit Hebre? Mit noch Hebre. Die Kamadier, sehr sagt von unserer Jugend, seiner Reus. Nach Atelum, so komme ich ja zurück. Und wir fünf Mann haben beschlossen zu gehen weiter. Auf dem Weg haben wir das Atel verloren. Und so bei zwei sind wir da vorne. Bis Smolensk. Von Smolensk hat uns auch abgetan, mit uns auch aufgesetzt auf ein Echelon und nicht wissen, die Kuhme führt uns, sind wir gefahren. Und da fahren bis Tambowske Oblast, Gorod Raskazowa. Raskazowa, nun, was mit der Raskazowa teilen dort? Das ist die Gorin tief Russland, das ist ja. Das ist Podmoskowie. Ja, und dort habt ihr gearbeitet, weißt du es? Dort hat uns geschickt arbeiten, haben wir gearbeitet auf Arzhenske Sukonnei Fabrika, imeni Krasnei Armi. Was ist die Fabrik? Dort hat uns gearbeitet, die Material auf Schinien. Aha. Ist das als Zapadnik, was ihr gehabt habt, Zores? Oder ihr habt die Dokumenten? Bei mir... Als Zapadnik ist, wir kommen kontrollieren die Menschen in Echelon, hatten da sehen, dass wir seinen von Zapadnik ist, und uns gehissen nach oben von Echelon. Wir sind rausgelaufen von einer Plattform, rüber in eine zweite Plattform, und da sehen wir da vorne bis Raskas. Ken. Der hat ein paar Dokumente, ich bin verschrieben, was? Der Mord, wo ich umgeboren bin, ihr Gedenkchen nicht genau, was sie gewinnen im Passport geschrieben. Sie gewinnen ein pädischer Passport noch. Sie gewinnen ein russischer Passport. Aha. Von Zapad in Belarus herausgegeben. Na, was ich habe gehabt, wie ruft das so? Verschrieben ist die Wenitz bivschewa Targavca. Ah, und also das, von der Kremer. Von der Seicher. Seicher. Und das ja. Hat mir gestört. Das zu bleiben, sehr hoch. Zu Liebdereien haben sie auch abgenommen. Das ist gewann ärger, wie ich wollte, wie er abnehmen in der Hand in jener Zeit. Aber damals ist doch gewann Playteam von. Zu Liebdereien haben sie auch abgenommen. Mit uns gewählt er abnehmen, aber mit nicht auch abgenommen, weil wir uns ausbehalten in einer anderen Platz. Wann bist du zu Liebderei? Weil sie mir haben gesehen, dass sie. Alles ist gewinn gut, sie sind ergangen zum Ischgewinnis, Briefschuwa Targavca, ist das Ort gestört. Erst noch eine Frage, von ein bisschen früher. Die Sowjetin sind gewinn bei euch im 39. und 40. Jahr. Ja. Dann sein, hat man hergenommen Militär bei euch? Die ältere Herren? Nicht genommen. Sie da Teil, was sehr viele, was gefunden sind da im Land, was mitgenommen früher. Und was sie sein, schon rein in die Schlachten, schon sein, die schon eine gewisse Zeit. Und sind wir ja, wie viel die jüdische Devise oder nicht? Nein. Nein. Einem haben wir, was hat er als Gewinn in Severny Flot. Severny Flot? Hela Jan. Wie ist der? Zeplowitsch. Roberta, der Name. Peres. Ja. Das heißt, ist immer, er hat eine ungesendete Devise? Nein. Und sie gewinnen noch eine Sache? Sie gewinnen noch eine Sache, was wir nicht angesehen haben. Jetzt ist er von Eier Stott oder von Städtel sein entlaufen, später mit den Sowjeten. Also ich von Wilhelmsen weg mit Elektrit,
Jugendliche? Unsere seiner Reus nicht organisiert. Sein Reus ist der Gang in Bisgluburg und dort hat nicht gegeben. Ob zu essen zu der Zeit haben sie gesagt, jeder starben in der Wegen, besser starben bei sich in Städten. Und wir haben sie getroffen, auf dem Weg gehen die zurück. Wen redet ihr? Wegen 31. oder? Nein, das ist richtig wegen 41. Nein, ich rede. Die Sowjeten sind im ersten Mal auch getroffen. Also die Litwiner sind da rein. Jeder die Litwiner sind da rein. Aber bei uns ist jetzt das nicht gefühlt. Bei uns ist doch nie die Litwiner sein, die Polaken sein. Wir sind doch appellische Gegner. Richtig, aber sie werden bei den Russen später haben das übergegeben für die Litwiner. Ja, ich gewinne. In die richtige Zeit, so am Hebron nicht weggegangen in Russland, freiwillig. Nicht gedacht. Ich denke das nicht. Gut. Gut, Frau Iberjusen, jetzt gehen wir weiter. Seid ihr angekommen in Tambovsky Oblast und ihr arbeitet dort in... Raskazowski, in Arzhensky, Sukhonnoi Fabrika, имени Красной Армии. Das heißt, Mamatz Milchamti, das ist... Mamatz Milchamti. Alle Batecha Roshet haben gearbeitet. Dort sind eine Sache litwische Jiden? Litwische Jiden? Litwische Jiden, rede ich, Wilner, Kovner, Svenchan... Seinen gewöhnt Bezhenzes, nur von unserer Kanten haben wir dort keinen nicht getroffen. Wir sind gewöhnt zwei, ich mit einem Leser Jochelmann, was er ist im Land. Jochelmann, ist Wittmenach genommen in Armee und wenn? Dem 29. Oktober, 41. Jahr, hat mir herausgerufen im Weinkomat und mitgenommen alle Männer, was am neu kennt, stehen zum Präsiv, hat ihn genommen in Armee, weil er mit getracht hat, dass der Deutsche hat vernehmen die Gegend. Er hat sich dann enter zu Moskau und gedei zu herausnehmen die mehrere Kämpfer von der sowjetischen Armee, von der Räterarmee, hatten alle durch den Weinkomat evakuiert weiter in Tiel. Die Männer Begilzawa? Begilzawa, das heißt von 16 Jahren bis 55. Von 16 Jahren hat mich namens genommen? Ja. Weil die Asylten doch nicht genommen von 16, nein, von 18 doch. Von 18 hatten genommen eine Armee, aber sehr viele Jugendliche. Wie viele Jahre seid ihr damals gewesen? Mir ist noch karge 18 Jahre. Karge 18. Hat man eigentlich genommen, sie haben gewusst, dass es ein Litwiner? Sie haben nicht gewusst. Das ist in Weinkomat, ich bin sehr glücklich, als ich habe gekannt, wegen mein Passport in Weinkomat und bekommen an... Nein, Повестки. И вот и все, повестки, не? Не, я не знаю. Из... Обы загон, ты разбирай, в Антир, зайц, и лептин, и до... От меня Алмен геномен, от меня нахер геномен? Алмен от меня геномен. Но вот, от меня с Алмен геномен, от меня getrieben zu Fuß. Bis Bahnstanzie. Я gedenke schon nicht, wie sie geheißen. Von dort hat uns weggesetzt. Das ist schon gewesen im November, ohne im November, es ist gewesen kalt, es ist schon angegeben der Winter. Und nun sind wir weggesetzt auf die evakuierte Fabriken, auf die Metall von die Stanki, von die evakuierte Fabriken auf offene Plattformen und mit uns gebracht in Uslovaya Stanzia Tischewa. Von dort hat uns auch abgenommen und mit uns gewählt, geben Häuser, wo zu sein. Na, sie haben nicht gefunden, die Häuser, und wir haben verloren unserem Fagdim. Seinen die alle Tambower, was ein Gewehr mit uns, mehr 80% von sie angelaufen und gekommen zurück in sehr Heimärter. Wir als nicht haben die kein eigene Heim, aber wir haben gehabt, wo zu leben, sind wir geblieben dort. Auf morgen, wir sind gekommen, uns kleiden, mit uns Nebenkleben, mit uns geführt, geben Essen. Und von dort hatten uns wieder weggesetzt auf Echelonen und mit uns geführt. Atel, es ist gewesen, eine Rede mit uns vier in Taschkent, nur mit uns verführt auf Ural. Der Weg auf Ural hat gedauert sehr viel Zeit. Und anhebt oder Ende 41 oder anhebt 42 sind wir angekommen
in Jelanski Lagera hinter Sverdlovsk. Das ist gewinn eine militärische Einheit. Das ist gewinn ein militärischer Lager, wo dort noch nicht kennen Präsivnikes, mit die kennen Marsche der Rotes, was mir schickt auf den Front, und mit die kennen viel geranierte Gebrachte vom Front. Das ist, ich halte das mehrere halb Millionen Menschen sind gewinn in die Lager, in der Wald. Und damals tut mir Sachen nicht alles bereit, wegen der Lidwischen Divisierten, und damals... Dann haben wir noch, wir seinen Gewinn, alle angetan noch in Zivil, aber Gewinn schon unter militärische Disziplin. Ihr habt bei Wien zu sein in Arusche Telech? Von dort hat uns geführt auf eine Vratschebne-Kommission, Doktorenkommissie und eine Mandatenkommissie. Und mit uns ist es gefragt, wie viel jeder einer hat Bildung. Wir hatten geschickt in Kamischlowske Pechotne Uchilische. Die Mandatenkommissie hat mir verschrieben, als er da vorne in die Pechotne Uchilische, in Kamischlow, und als ich da gange meine Dokumenten ein bisschen her, und da sind als Irma Zapadnik hat mir gleich abgeworfen, meine Dokumenten, und mit uns weggeschickt in eine neue Division, was sich formiert auf Ural. Ich habe überhaupt kein Täuschen, das geheißen, двадцать шестая дивизия, 1040-й артиллерийский полк. In город Верхний Уфалей, Челябинская область. Люба, тихтеви это бе миспарим. Туда. Фус из швара туда не видишь. Я сказал, ведь многие везли это западник, Der Zapadnik ist noch gelaufen noch in der militärischen Dokumenten nach? Wir gedenken genau, weil als da war ein Kommand, vielleicht geben die Dokumenten. Die Dokumenten haben sich gefunden bei den Mobilisierten, nur dass sie gegangen durch den Stab von denen, was haben uns geführt. Aha. Was ist gewesen geschrieben in die Dokumenten? Aber da gesagt als Zapadnik oder das einfach? Ich habe das verstanden. Also, als Zapadnik hat man ihn geschickt in die Pechotnutschilische. Aber was in Pechotnutschilische? Da hat mir gedacht, ob mehrere... Weil die Mandatenkommissie gucken nicht meine Bildung und meine... Mit der Karofuid bin ich durchgegangen. Noch weiter, als sie da gegangen zu den Hecheren und fragen die, haben sie aufgeworfen. Mhm. Was? Ich verstehe, dass sie gewinnen, mehr zu der Reihe, was sie haben gewinnen, aber Zapadnik. Ist in der Division, haben sie nicht mehrere Pfeich? Und in einem Titel haben sie jetzt mehrere. Muss ich mir schon erfahren. Also, ich komme zu euch jetzt, ja? In die Wiese haben sie geschickt. Und euer Haver, dem Jochelmannen? Bitte? Euer Haver. Mein Jochelmann ist Emmetten gelassen. Emmetten dann nicht genommen. Er ist noch geblieben dann in Raskasowa. Er ist gewesen in der Fahrer. Verstehe. Jetzt seid ihr gewesen in die Division, Pechotne Division, wie lang? Dort noch wird er getroffen mit noch drei Hevre von Litte. Einer Wilna Haikim, Menashe Haikim, was gefindet sich in Kiryat Amal, Widuchanski, Eicha Wilna, an Apteker Sazon, noch ich weiß nicht, sehr als in Lanze nicht. Wer genommen ist, ja. Und Korb, das ist der Vierte. Der Vierte. Seine dort in die Wiese, ob wir bekommen Pferd, wir haben noch nicht gehabt keine Artillerie, noch mit uns geben Pferd, ist die ganze Arbeit gewesen, in 50 Grad Kälte, gehen reinigen die Pferd. Und mit uns durchgeführt Lektis, mit uns gelernt die... Sanyatis in die Kasarmes. Mit uns zusammen sind gewesen Maritis von Komi-SSR, Russen und das ist es. Wie lange seid ihr dort gewesen?
dort sind wir gewesen bis Februar 42. Jahr. Im Februar 42. Jahr mit der Mal hat uns rausgerufen, die vier Eden, und mit uns gesagt haben, schickt uns weg. Wir haben schon dort gehört, alle Sapadnike schickten in Rabotsche Bataillone zu uns zu hacken die Taiga. Also wir verstanden, der Sergeant, was uns genommen hat, hat uns gesagt, nur es ist genug zu sein in der Armee, sofort hacken die Beimer in Taiga. Noch kommen die in den Stab, hatten zwischen unseren vier, naznatschet einem Älteren, das ist gewesen Widuchansky, und er hat bekommen ein Zettel, also war in der Biasenähe, Kampf Heiken, Widuchansky und Korb, направляется в 16-й литовской стрелковой дивизии для прохождения дальнейшей службы. Балахна. Город Балахна. Он von dorten seine Mera rausgefahren. Fuhren dich auf dem Weg, ob wir sie verloren. Was für 100 Kilometer von Sverdlovsk. Und ich habe nicht gewusst, genau wo wir da fahren. Allenfalls, und es ist sehr schwer gewesen, wieder, ohne keine Dokumenten. Ist gut, was ich habe gehabt mit sich, ein Päckl, Machorke, bin ich zugegangen zum Maschinist von Paravoz, was ist gegangen zu Sverdlovsk, und ich habe gebeten, er soll mir nehmen. Hat er mir gefragt, ob Kure war jetzt, das ist, du hast was zu riechen, aber ich habe rausgenommen, meine Portzigar mit Tabak, weggegeben, und er hat mir weggesetzt auf dem Paravoz. Als ich morgen gekommen bin, in Sverdlovsk, auf dem Stanzie, bin ich gewesen schwarz wie ein Kämenkehrer. Und als ich mal rein, und ich habe sie da gesehen, und sie mich nicht erkennt, weil ich da ganz gewesen schwarz. Ah, ja, sie gefunden in Sverdlovsk? Ich auf dem Wachsal sind sie gesessen. Und von dort sind wir gefahren weiter durch Molotow, Kirov, Gorki, und dann gekommen in Balachna. In Balachna, in der Schule. Dort hatten unser Weg geschickt in Quarantäne. Da sehen wir jeder, einer, was kommt an einer Armee schickt, gleich in Quarantäne. Sie sind angekommen Ende Februar oder im März 1942? Das ist gewesen noch im Februar 1942. Wie nach Hause kommen die litwische Divisie? Angekommen nicht in die litwische Divisie. Noch in Quarantäne hatten wir einen Weg geschickt. In Artillerieske Polk. Gleich. Er ist gestanden in Gidrotorf, hat das geheißen, ja. Czerny Ramenka. In Czerny Ramenka komme ich dahin, bin ich noch gewesen, ein halber angetan zivil, ein halber bin ich schon gewesen angetan in militärische Sachen. Das heißt, ich habe gehabt, Wollekes aber gehabt, ich habe gehabt, eine Fufaike mit Wattenhäusen, und ich habe gehabt einen guten Mantel noch vom Stub. Und als ich diesen Gewinn was zum Essen, habe ich verkauft, für 2 Kilo Salle, habe ich verkauft meinen Mantel. Wo in Balachna? In Gidrotorf. Ah, auf die Talkuske. Ja. Yeah. Dann noch, als ich den Gewinn was zum Essen weiter, vielleicht heraus nach dem Talkuske, verkauft meine Hering auf Brot. Ich habe bekommen den Bajok Hering, und ich habe es nicht lieb gehabt, aber das vielleicht ein Hering verkaufen für ein Beigebräut. Wem hat er dort getroffen in Altpolk? Kommen die noch in Quarantäne, aber sehr gleich getroffen, sehr viel. Ich habe gefühlt, Punkt, wie ich wollte ankommen in Beit Knesset. Also es ist gewesen voll Iden. Was für uns ist schon gewesen, einen Trakt zu treffen, als sehr viele Iden und als sehr viele Bekannte. Wo, in Gidrotorf? Sei in Balachna und sei in Gidrotorf. Wo ist sich nicht gedreht, die Summe tun, sein Gewinn hin. Jüdische Kommandierung sind ergewöhnt? Jüdische Kommandierung sind schon ergewöhnt. Genau, die Namen gedenke ich nicht. Ja, ich denke noch, als sich angeben, wie mit von mir dem Polk, ist gewinnt die Kommandes auf Litwisch. Ob ihr gehabt habt, ein Pomkums Wort, der Litwiner Sokas da geheißen. Ja, Sokas, ja, ich weiß nicht. Als er hat uns ausgestellt in Schora,
Und er hat dann gegeben, die Schienen, Kairen, ob ich nicht verstanden kein halben Wort, als alle fliegen die Schienen, sich Jemina, Pnei, fliegen sich erkehrt und fliege ich ständig verspätigen. Fliegt er, ohne ihn zu mir reden, Kiebche Galibuz, ich lehrte war in die Mokke Litovischke. Das ist wie der einzige Tag, denke ich, die Wörter. Und ich habe verteilt, dass ich von Vilna, ich habe nicht gehört im Litwisch, er hat es nicht gewollt verstehen. Einmal, ständig als ein Streu, er hat gegeben eine Kommandere mei und ich bin geblieben stehen leicht zwei. Ich sage zu, ich gebe mir eine Klappe mit dem Fuß, in meinen Fuß. Ich sehe, als ständig in Streu, ich habe gegeben eine Brick und ich mache aus dem Streu einen Weg an gleich zum Kommandier, zum Mittelkommandier Polka Papalitschasti, das ist gewesen Mazejka. Mazejka, ja. Und gesagt, dass ich will, wir sollen mir abschicken zurück in der russische Teil, ich will nicht bleiben in der litwischen Division. Auch kurz mir seine gewähnt noch viel Litwiner von Sibir und von Assar Gegenden von Russland, was haben nie die kennt kein Litwisch, und mir haben angegeben vorher, wir sollen uns schicken in russische Teil. Und beschlossen zu formieren, dem dritten Division machen wir mal russischen mit russischen Kommandos. Von jener Zeit bin ich geblieben bis zum Ende Krieg in die 8. Batterie in der 3. Division von 224. Polk. Das ist gewesen in die Pirotepolk, jeder 3. Bataillon ist gewesen. Oder jede 3. Rote ist richtig. Richtig? Richtig. Das ist eine Sache, die nachher so wie ich. Aber ihr Tag, ihr werdet alles in der politischen Division? Ja. Ja. Mir hat gezeigt zu sein, warum die eigene Hebre, weil ich habe sehr viel getroffen. Sei Bekannte, sei Städtelsche, die bisschen Städtelsche, wo sie sich hier evakuiert, ob ihr sie alle mal getroffen in die Wiese. Von sie seien gemacht alle umgekommen. Wir sind geblieben von unserer Städtel in Lebedig, aber es war 5-6 Mal. Von wie viel? Von 20. 20. Berg. Ja. Das ist ein Viertel ungefähr. Jetzt, gut, erst kommt doch mal reden wegen, ein bisschen wegen Altpolk. Wie gewinnen Gebäude Altpolk? Von euch immer ein paar Informationen. Altpolk ist gewinnen Gebäude von drei Divisionen. Erster Division von erste, zweite, dritte Batterie. Erste und zweite sind gewinnen von 76mm Puschkis. Und die dritte Batterie ist gewesen 122mm Gaubitze. Also ist gewesen Gebäude der zweiten Division. Vierte, fünfte Batterie Puschkes, sechste Batterie Gaubitzes. Der dritte Division ist gewesen Gebäude von zwei Batterien, siebte und achte. Siebte Puschkes und achte 122mm Gaubitzes. Sie wäre kleiner, ist es? Achutz, das ist gewesen eine kleinere Division. Das ist nicht von drei Batterien, noch von zwei Batterien. Achutz dem haben wir gehabt Хозяйственный взвод, взвод разведки, es ist gewesen, ich habe kein Deutsch nicht, ich weiß nicht, das gewesen Stabneu Division. In Stabneu Division, der Stabneu Division ist gewesen von Razwetke, von Topovich Litteln und Svetz. Das ist gewesen der Stabneu Wort von Polk. Das ist gewesen der Division von Polk. Der Division von Polk, ja. Yeah. Dazu, jede Division hat gehabt das Wort Upravlenie. Entschuldigt. Ja. Das ist, jede Batterie hat gehabt erstes Wort, zweites Wort und drittes Wort. Wie viel gewesen ist in jeder Batterie? Ich habe da ein bisschen verputzt. Nehmt stellt auf eine Minute. Wie früher, ich habe gesagt, nur der ganze Polk hat gehabt eine Stabneue Batterie. Oh. Wo sind die Stabneue Batterie? Sind reingegangen, die,
die Связisten Topovicislitin und Razvedka. Ja, so wie viel gewinnen über sie in ganzen Burg? Oder kommt da, wie viel gewinnen jede Batterie? Menschen? In jeder Batterie ist gewinnen um 100 Mann. 100 Mann, zwei Zwoden? Zwei Zwoden gewinnen. Jeder Zwoden hat gerechnet 30 Mann. 30 Mann ist 60. Ist 60 und was ist noch? Eine Batterie gewinnt von zwei Agniveswoden. Perwiswod und jeder Swod hat zwei Arudis. Aha. Zwei. Das ist in jeder Batterie gewinnt vier Arudis. Vier Arudis ist eine Batterie. Vier Arudis ist eine Batterie. Jetzt, wie viele Menschen, ich will da geben, wie viele Menschen gewinnen in Artpolk? In Artpolk gewinnt er um 900 Mann. 900 Mann. Das ist der kleinste Polk. Der kleinste Polk. Ständig ist der Artillerie Polk kleiner von Pechotenpolk. Jetzt, wie viel gewinnt die ganze Division? Ich halte eindrückend in die Schlachten bei Alexejewke, ist der Polk ist gewinnt um 10-12.000 Mann. Die Division ist gewinnt 10-12.000 Mann. Wie viele Juden gewinnt zwischen sich? Warum 7000 Juden? Das sagt er jetzt oder das ist nein, das ist gewesen die Meinung von den jüdischen Hebräern, wo sie gewesen in jener Schlacht. In Artpolk zwischen den 900 Menschen, gewesen im ersten Litwiner? In Artpolk ist gewesen 50% Juden. 50% Juden. Das ist aber weniger wie andere Polken. Weniger. Sie ist gewesen in die Pechotene. Rottes, seine Gewinn Rottes von 120 Mann, wo 100 Tiden und 20 Nididen. Ja. Jetzt ist die jüdische Kommandierung, wer gewinnt bei euch in Artillerie-Gepok, in Artpok? Ihr Gedenk Karlinas als Kommissar ist Kommandierung. Er gewinnt welcher Kommissar von was? Er ist gewinnt. Kommissar von Majeka. Er gewinnt von A Division. Von A Division. Von zweiten Division. Mhm. Heikin ist gewinnt in zweiten Division und er dachte sich, als er gewinnt sein Kommissar. Noch in der Montagsach nicht? Noch in nicht. Wir haben gehabt mehrere Teil oder russische Offizieren. Oder Litwiner, aber wir stammen von Russland. Achus, dem Kommandier von Polk Simonaitis, was ist gewesen von Lite, Natschalnik Artillerie, das ist der erste Kommandier Polkais gewesen, Petronis. Über ihn gewesen Zhiburkus. Zhiburkus, das ist gewesen Kommandier Divisie. Nein, Zhiburkus ist gewesen der Natschalnik. Er gewesen über Petronissen. Natschalnik, es kann sein, Artillerie. Wenn Petronis ist gewesen Kommandier von 224. Polk, ist Burg ist gewesen Natschalnik Artillerie. Dann noch als Simonaitis hat übergenommen den Polk, ist geboren Petronis Natschalnik Artillerie. Burg ist mal wie viel anders schon. Und Burg ist gedenke ich. Erst wegen die Schlachten. Anfang ist eine interessante Sache, das ist mir ist interessant, weil mir tun wir sich ein bisschen, wie sie euch stellt die Division bei den Schlachten. Hat mir früher gesagt, es ist wenn auf dem Grenze zwischen zwei Armees. Aber das wenn sie wenn in Fevral oder das in die in die Sommerschlachten. In die Sommerschlachten. Von 43. Jahr. Interessant, die Winterschlachten gedenkt ihr nicht? Ihr gedenkt, ihr habt durchgemacht alle Schlachten. Als wir seien angekommen, das ist gewesen im Februar, in Februar 43. Jahr, seien wir angekommen, angekommen seien wir von Tule. Wir seien gestanden in Jasne Palane, in Высокая... Я думаю, что это не то, что Туле. Высокая гора.
unsere Devise jetzt auch ist gestanden, Jasne Palane, Visoko Igara und noch etliche Plätze, was ihr gedenkt sind nicht. Nur unser Polk ist gestanden in Jasne Palane. Von dort hat uns eben Hopkintoes nicht, ist die 6. Gwardeiske Arme, Divisie hat durchgerissen die deutsche Verfestungen und sich herausgerissen von Reus bei Arol. Und nun sind wir aufgeheben, zu helfen, die 6. Gwardeiske Divisie. Wir sind angekommen in die Schlacht mit der Verspätigung, weil es ist gewesen ein schwerer Winter und es ist gewesen hohe Schneien. Die Schneien sind gegangen bis 1,5 Meter. Unsere Artillerie, die 76mm Puschkes, sind um gezogen Pferd, zu 6 Pferd, jeden Armat. Die schwerere, 122mm Gaubitze, umgeschleppt Traktoren mit Gusenitzes, ZTW, von Stalingradske Traktoren ist ein Wort. Nur nicht geguckt, was ist gewesen, Gusenitzes und die Traktoren sind gewesen stark, nur durchgehen die Schneien, um sie nicht gekannt und unsere 122mm Gaubitze sind abgestanden. Wir als Wodoprawlenie, ich als Radist, mit den Sversisten, sind wir gefahren auf ein Pferd, auf ein Schlitten. Und wir sind angekommen zusammen mit der Pechote in Alexejewke. Aber ihr habt nicht was zu tun? Wir haben nicht gehabt, was zu tun. Nein, uns hätten geschickt zu den Puschkes, zu den 76. Eire? Uns hätten geschickt zu Hilfe, zu den Teilen, artillerischen Teilen von unserem Polk, was sind hier angekommen. Sie angekommen. Wir sind angekommen, sehr Teil, viele die, was mit den Puschkes sind eher geblieben stehen, weil er gehen die durch die Schneien, sind aufgestanden, unsere ganze Abosen mit der Munition und sie ist nicht gewöhnt, was zu essen. Ihr Gedenk, als wir haben mehrere Wochen Zeit gegessen, Suppe, der Suppe ist bestanden von einer Ballande, von etlichen Kilo Mehl, reingeschotten im Wasser, wo wir kochten, und Salz. Wir haben nicht gesehen, am Monat Zeit haben wir gesehen kein Salz. Ihr gedenkt an Episode, ankommen die in Alexejewke, sind wir gewesen sehr hungrig. Mit uns je geben halbe Suchar oder einen ganzen Suchar, das was mit noch herabgeworfen von unseren Planen. Nach ankommen die Kahin, haben wir gefunden ein Säckel mit Kanopolis. Haben wir dazu gehabt, essen die Kanopolis, haben wir alle gepackt die Beiche und wir sind geblieben krank. In Alexejewke von die Kanopolis. Sie werden in die Schlachten? Und das ist in die Schlachten. Die Pechote unserer sei schon weg von Alexejewke weiter zu Jegorowka, Sandrowka, Wysata 235, и Хорошевский лес. Dort seien angekommen ein Teil unserer Tanken, mit der Weg des unserer hungrigen Pechotinzes, auf die Tanken und mit der Weggeschickt als die Sand vernehmen die deutsche Position. Das ist damals in der Bruchzeit, dass man nicht ja, der Erfolg? Es ist kein Erfolg gewesen, weil von Alexejewke die Position hat nicht vernommen. Die Strebung von unseren Soldaten ist gewesen, nicht an sie zu kämpfen, nur zu verhaben, die deutsche Skladen zu obsessen zu sein. Weil er mit gewöhnlich hungrig ist, ist er umgegangen wie Halbschickere. Hat man vernommen, die deutsche Skladen? Mit nicht vernommen. Das heißt, in dem Moment hat er keine Sperren gehabt? Keine Sperren. Dazu mir sind noch nicht gewöhnlich im Beschossene. Eine schöne Episode ist gewesen, als dann ankommen die entgegen die Positions von den Deutschen, haben wir angegeben, verfestigen unsere Linie. Groben in der Aröller Lehm ist gewöhnt schwer, das ist gewöhnt starker vom Beton. Und was hat man getan? Hat man gegroben die Schnee und mit gemacht eine kitaiske Wand.
Der ganze Front ist bestanden dann von ausgelegten Wänden von Schnee, was hinter dem Schnee hatten getracht, dass wir da rein können, sich raten werden. Noch nie geguckt auf da rein, hatten uns beschossen stark mit Minus. Und die Minus haben sehr viel gebracht von unserer Seite gekommen. Wie viele sind damals gefallen von der Wiese? Die Räder damals mit Artikulanen? 5000 Mann. Es gewann der Meinung, in die winterliche Schlachten seinen Gefahren von unserer Devise. 5000. Damals, also jetzt mit damals? Noch die Schlachten. Wie viel Jeden zu wissen sei ungefähr? Mit Gerät, dass 5000 Jeden seine Nummer kommen in die Schlachten. Zu, dass ich ja gedenken, genau, zu, dass ich genommen zusammen die Winterschlachten mit den Sommerschlachten zusammen. Noch ich weiß, als der Bildquarot von unserer Devise ist in dem Rajon von Alexejewke bis Panskoi. Es gewinnt gerät, dass es 5000 Tiden sein Numikum bei uns in die Devise. Weil er sehe, wie mit gefühlt, seien die Kimbalachna, seien die Karmtula, als es gewinnt eine jüdische Devise, ist noch die Aröler Schlachten, hat nun so angegeben, schicken Usbeken, Russen, Kirgisen und die Devise ist auch schon ausgemischt, als wir schon nie die Kinder kennen, als es eine jüdische Devise. Jüdische Herren sind nicht gekommen mehr, jüngere Jürgen? Sind angekommen. In Balachna ist noch geblieben, die unsere Reserveteilung von unserer Devise, was mit noch alles mobilisiert und mit uns geschickt auf dem Front. Noch mit dem Gefühl, die Masse, was von ihnen, sei von angekommenen, sei von denen, was angeblieben in der Devise. Jetzt kommen wir weiter zu der Frage, wie sie werden euch die Devise in, was ihr sagt, in Juli Monat? Sie werden von einer Seite die 30. Armee und zweite Seite die 48. Armee. Ja. Nach den Winterschlachten hat uns so geführt. In Tula doch abruhen. Abruhen. Ja, gedenken Sie sich, wir werden in Tula dann. Ja. Und mit uns übergeführt in die. Wieder in dieselbe Rajone, wo wir haben gekämpft im Winter. Noch was? Der Hauptcenter, wie wir haben das gerufen, dem Hauptcenter von Front, von unserer Devise, hat gegeben, den 5. Juli hat der Deutsche gegeben eine generelle Attacke zu herumzurüngeln Moskau von Seite von Orel. In dem Rajon, wo unsere Devise ist gestanden, Lempanskoi. Wir sind dann gewesen in 48. Armee und gestanden auf dem Grenz mit der 30. Armee. Ihr gedenkt sehr gut die Schlachten, als es, wie es sich angeben, die Bombardierung von den deutschen Messerschmitt mit den Junkersen. Nachdem haben die Deutschen dem ersten Mal, was wir da sehen in den Schlachten, die Tigris und die Panthern. Ferdinand noch nicht. Panthern. Panthern. In die Schlachten haben sie geworfen auf uns. Ich selbst bin ja gestanden in die Position, ihr gedenken, von was für eine Rote von unserer Division, noch zusammen mit uns ist gestanden die 5. Strafneue Rote. Die fünfte Strafneue Rote hat gehört zu unserer Armee. Noch die Halter, dass sie gewähren als selbstständige Teil, was mit ihr geschickt hat, die schwerste Uchaskis von Front. Der Deutsch, wissendig, als steht die 5. Strafneue Rote, ist sehr vorbeigegangen mit seinen Tanken, mehrere gehabt, reinkriechen die zu den Strafnikes. Weil für die Deutschen, das ist gewann der größte Strach zu gehen für die Strafnikes. Wissen die, dass stehen die Strafnikes, um die Deutschen ständig gehabt, mehrere zu schlafen auf dem Front, weil sie gewusst haben, dass die Strafnikes können sie lebendig erhält bringen zu schleppen. In die Schlachten. Strafnikes von Devise, ja?
Die, was haben sich verdient, hatten geschickt in Strafnähe, ja. Rot ist, aber das nicht gehört zu der Devise. Ja, das ist ein gewiss spezielle ja. Teil. Das ist sowjetische SS-Offizier, sie hätten gerufen. Sie werden jüdische Strafnähe sehr von der Devise. Von der Devise mir geschickt, da jüdische Herren in Strafnähe Front. Ich halte, dass sie es gewinnen, aber ihr gedenkt es nicht. Nicht alle sind gewinnt Gold. Sie denken, die ist am Strahl? Ich habe gehört, aber ich gedenke nicht wer. Ich kann das nicht mehr. Ich weiß, was sie gehört. Es ist ihre die ganze Zeit. Nein, es macht nicht. Es ist ihr Kinderpartner. Unser Amistitel, Kommandierer von Walka, bei der Geistin der Zeit, ist ich weg zum Deutsch. Al Litvino. Amayor, was ist das? Amayor. Für mein Städtel ist gewesen Keurer, ein Polizist in Heidutschok, was er sich erwägen zum Deutsch von unserer Devise von Freund. Al Litvino. Al Litvino. Und Sie später gehabt, die Herr? Sie sind nicht erst später durch? Ja. Die Deutschen sagen nicht, reden zu euch mit Hilhas? Sei die Deutschen, sei mir, Michlin, das ist schon gewinn weiter. Mhm. Auf dem Arlovsken Front haben wir das nicht gehabt. Noch auf in Belarus, in Nevel, ja. Dort ich sehe oft ganze Texte spielen, Musik, sei von den Deutschen, sei unsere. Ihr gedenkt noch bis heute, wie unsere Flaggen heben. Achtung, Achtung, für die deutschen Soldaten und Offizieren, deutsche Soldaten und Offizieren, gibt sie Gefangenen, damit könnt ihr das Leben gerettet. Das ist gewann der Ronheim und wir im singen deutsche Lieder. Wer wird das reden? Na, Sie werden? Nein. Das ist Ihnen aus dem Tunnel? Ich kann nicht sagen. Wer das ist gewann, weiß ich. Ja, ich wende die Devise euch, das sind ja nicht, das ist Schemme, was wir daran vornehmen. Wie sind die Devise, die werden euch gestellt? Bechlau, im Krieg mit den Deutschen, ist eine Devise hat vernommen sehr kleinen Platz. Es ist gewesen eine sehr viel angestellte Devise, es ist eine sehr viel Artillerie, als Obgendig, ein paar hundert Meter hat man schon gekannt, da reingehen in die Grenzen von anderen Devises. 20 von welchen Schlachten? Eben nehmen die Schlachten Arum Nevel, ist dort nicht gegeben, angeheben, artillerische Kanonade, mir gerade so zu kommen, in jener Zeit zu gehen auf unsere agnewe Positions. Ihr Gedenken zu was für ein Ziel zu verrichten, die Radiostanz, zu was. Nur es ist gewesen, ausgestellt tausender Armaten von allen Kalibren, ohne eben die von 45 mm Protivotankewe Puschka, was das geheißen bei uns auf dem soldatischen Loschen, Praschai Rodina, bis 200 mit 3 mit Katjusches Metall. Es war doch eben eine artillerische Kanonade, was gedauert, zwei schon bis drei schon, bis wann die Pechot auf sich aufheben, vielleicht fallen Millionen Snaraden und dann noch vielleicht aufheben sich in Attacke. Bei euch in der Devise, es gewinn, also wie alle russische Devise, so dass es gewinn mit Achmeru, mit Apple gewinnt, kann man sagen. Schnell und sogar bessere? Wir haben keine Privilegien nicht gesehen. Auch gut, was öfter die Schnellen, was hatten gesagt, hatten genäht für die Offizieren von englischem Material. Jetzt ist es. Dazu, es lang ankommen, Pasilkes, für die Soldaten, Matones, von ausländischen Litwinern, haben das gerufen Litwiner, und ich verstehe, dass sie Minen geschickt
Und was ist dort gewesen? Sie ist gewesen Schokolade, sie ist gewesen Tabak und sie ist gewesen ein paar Skarpetten oder Händchen und noch was. Das ist in anderen Teilen nicht gewesen, weißt du? Das ist gewesen in anderen Teilen nicht. No, in anderen Teilen ist schon nicht von Russland, nur hatten geschickt von Teil. Mhm. Jetzt, mir ist die politische Aktivität in Bayern mehr als andere Divisions. Also sag mir einfach nur mit Litwische Division. Was ist gewöhnt zwischen den Offizieren oder in den Staben, weiß man nicht, weil mir ist... Ich frage halt, was man direkt zwischen sich. Weil mir sind ja Soldaten reden zwischen sich, ja Stickel MS darf sein, also ein Garin von MS. Wie ist denn der Kommandier von Division? Der Erste, der Gemaitis. Gemaitis. Wir haben noch gehört, dass noch die Winterschlachten hat nach oben genommen Gemaitis, weil er weggeschickt Menschen auf einer sicheren Tät. Was hat das nicht getort hat. Ich glaube, die Division ging als Nazis auf den Front, oder müssen sie halten, aber mit bringen Elite ganz? Die Division ist gewöhnt, als Nazis zu kämpfen. Gleich von Anfang? Gleich von Anfang. Was haben wir gehalten an sich? Mit uns gelernt. Aber unsere Division haben wir gehabt, Apparat. Fahren Front in Pravdinsk. Ist vorgekommen, der Apparat von unserer Division. Pravdinsk? Ja. Ist nicht mehr Fahren Front. Pravdinsk fahren Front. Pravdinsk leben Palachna. Ah, den zweiten Mal schon. Weil von Pravdinsk seid ihr doch weg auf Tula gekommen. Das erste Mal hat gesagt. Ich hab schon Tula gegeben, wenn wir da geben die vorne. Krasne Znamia. Krasne Znamia, das ist gewöhnlich mit Tula. Yeah. Boivoi Znamia. Yeah, yeah. Vom Polk. Nur wir haben gehabt Apparat, uns sind gekommen, inspektieren. Aha. Noch in Pravdins. Pravdins, ja. Hatten durchgeguckt, hatten, ist gewöhnlich, auf einer sehr, auf einer hohen Niveau gestanden unsere Boispassotnis von unserer Division. Wir sind gewöhnlich sehr gut ausgeschaut. Unsere Division ist gerechnet in Thiel, eine von den besten militärischen Thielen, die sein Zug zum Front. Ich verwusste noch, ihr lernt sehr viel mehr als andere Divisions, richtig? Sei mit uns gelernt und sei bei uns ein schon gewinnt, gediente Soldaten, die sein um schon durchgemacht die Armeen. Und dazu alle, was haben sich evakuiert von Dieter, seine gewinnt, gut physisch kräftige Menschen. Die jüdische Hebräer? Die jüdische Hebräer. Ich rede wegen der jüdischen Hebräer. Sie waren sehr eine gute Division. Mit einer hohen Disziplin, mit einer hohen Moral. Aber nur der Bruch ist, was mit geschickt die Division, raten wir die 6. Gwardejske Division, mit einem Tempo, was mit den Kindern zukommen und mit uns gehungert, die Menschen bis umkommen zum Front. Weil die Pferde, viele, was seinen ausgepeiert auf dem Weg, gehen die zu Alexejewke, hatten sie aufgegessen und mit Betten bei Gott, was Gicher soll peigern, der Pferd, gedem ist dann Gicher kennen und fest. Ja, das sagt alles. Als Artillerie ist besser, dafür soll Pegern und sie erschafft das Zement. Richtig? Wir sind mit der Samen Tempo. Menschen seien geschlafen, gehen die Kahit. Das kann man nicht glauben, aber ich mit meinen eigenen Augen habe gesehen, als sie gegangen, noch unser Pferd ist gegangen, einer als wir siehst, hat er gehalten von dem Eck und geschlafen. Wir sind mit dem Achab getan, die Vieh sind gegangen und der Guff ist geschlafen. Nur der Erbog hat geschrieben, Loscha ja. Die Pali, a Ludi schlitt. Aber wir können das nicht verstehen, so heißt es doch, wie kann ein Mensch schlafen, ja, bei gehen mir, die. Ja, da ist der Stolz der Hauptzahl an der Rufe, für mich kann es doch gerne. Jetzt kommen wir zum Idischen, Pintalaid. Kodim Kolote, Ihr vertreten, welche Sprache zwischen sich? Jüdisch. Jüdisch. Jüdisch, Russisch. Bei uns in Division.
In die ersten und zweiten Divisionsflüchten reden Jiddisch Litwisch. Und wie redet der Offizier in Jiddisch? Ich habe gehört in Jiddisch. Hat er mir früher erzählt, die meisten in Wilinski, als Wilinski sich in Wernischavu oder als ihn als Hochgerufen hat, gesagt, er sagt, er hat nie gewinnt, kein Lied, so geschossen. Ja. Bis da ist. Ja, das ist gewinnt. Das ist gewinnt. Das ist gewinnt. Das ist gewinnt. Das ist gewinnt, aber Jiddisch. Jiddisch. Ich habe es gehört mit meinen eigenen Eltern. Als wenn mit dem Gebracht von hinter der Straße, nicht mehr rausgenommen, und mit dem Gebracht zu Wilinsken, das ist gewesen 3 Kilometer von Schavel auf dem Weg zu Kurschene. Leben wir Windmühl, dort ist gewesen unsere Position. Von dort sind wir weg in Attack. Ist als der hat sich eine Gewalt aufheben und mit dem Gebracht zu schleppen, hat er gesagt, als ich, wenn du was ein Gewenke nicht wollte, hat er geschossen, ich will dir mal nicht sehen, geh ja weg von da nicht. Und er ist weg. Zum in Stab von Polt, wir sollen überführen ineinander teilen, also wie Willens Gott gebet. Sie werden noch von der Kommandierung umgerät Jiddisch? Alle Kommandierungen, alle jüdische Kommandierungen von Litte, war von was, sage ich von Litte, weil es ein gewinn noch jüdische Kommandierung von Russland. Das heißt, was sehr Familie für das gewinn, verbunden mit der Is oder As, aber kein sei Jiddisch, sei Litwisch, haben sie nicht gekannt. Von dir habe ich nicht gehört, aber von allen jiddischen Offizieren, was ein gewinn in Divisie von Litwisch, alle haben gerettet mit jiddischen Soldaten, haben sie gerettet Jiddisch. Mit so wirklich nicht sterben? Absolut nicht. Und früher, wir haben gehört, früher die Litwiner, ihr seid doch was auf die Litwiner sein, also die kommen nicht, dass ihr sie erkennt. Wir haben sich in der Kind auf dem Front. Ich kann mit doch nicht reden wegen allem. Ich rede nicht. Zwischen Litwiner, was haben sich evakuiert. Aber ich hatte einen von den besten Gewehren, Pischikas, was er sitzt, der ich geblieben, nach der Krieg, als Gewinner als Wetschik. Er hat gewusst, was heißt, mehrere haben. Und als Gewinn, sei ein Jidenfreund, sei ein guter Chava, was er da ausgewiesen, die Dreischaft gegen die Schwester sei. Ist der durchschnittliche Litwiner gewesen, ähnlich zu Pischekassen oder nicht, in die Divisie? Der Durchschnitt. Verstehst du, man redet doch nicht wegen Ausnahmsfahren. Die Litwiner haben nicht gekannt, sagen eine Meinung oder beweisen sich in der Zeit, dass sie sein Gewinn in der Menschenstuhr. Minderheit. In Minderheit, weil die Jiden sein ständig unbedingt gewinnen in die Mehrheit und sie haben sich gemusst zupassen zu zum jiddischen Geist von der Abteilung, nicht die Jiden zu sehen, was sie sein Gewinn im Minderheit. Das heißt, ihr seid gespürt wie bei sich ein Stub? Wie bei sich ein Stub. Das heißt, mit einer vollen militärischen Disziplin. Ja, verstehe, aber als Id. Als Id sind wir gewinnen Greis, was wir sind auf dem Front, gleich mit allem und kämpfen gegen Deutsch. Trotzdem, was die Divisie gewinnen sehr, das ist eine litwische Divisie. Wir haben nicht gehalten, sie war sehr eine Divisie. Wir haben gehalten, das ruft zur 16. litwische Divisie. Wir haben gewusst, dass es eine jüdische Divisie und das ist eine russische Divisie, was kämpft zusammen mit allen sowjetischen Armeen gegen Deutsch. Das Wort litwische Divisie hat uns absolut nicht interessiert, weil wir haben in der Rhein gar nicht gesehen. Nur der Krieg, wenn wir es nach Hause kommen zu bleiben, 2 Jahre, mein Jahrgang ist noch nicht ergangen zur Demobilisation, dann habe ich da viel, wie sie wollen, grüßen sich mit der litwischen Division, machen das Verregene, vergessen dich wegen die Mehrheit von den Iden, was ein Gefallen in der Aralakampf. Hat es dem Episode mit dem Journalist? Nein, ich rede mich lau. Nur der Krieg ist mir nach Hause gekommen, noch zu sein bis 45 bis 47 Jahre. Ich verstehe. In aber Division. Ihr Friede erzählt mir ein Schmues von. Ja. Warum? Ja, wollte ich aber auch Sie war? Ja, aber geht so. Sie kommen zu euch. Sie kommen von TAS. Sie wünschen in Wilne.
Nein, das ist noch auf dem Front gewesen. Auf dem Front, noch was mit uns sehe ich abgeführt von der ersten Linie vom Front, und so geführt in Weißrussland, hat uns abgeführt und sie kommen zu mir als ausgezeichneter Soldat von der Division, hat mir fotografiert und gesagt, also das geht für ein Journal, was los da ist für die Litwin in Russland. Hat mir gefragt, wie ist meine Familie, aber gesagt, Kampfer. Sagt ein Kampfer ist, sag ich, nein, nicht Kampfer ist, nur Kampfer. Fragt, wie ruft man mir, sag ich, Leber. Sagen sie, was ist Leber? Lebers. Sag ich, nicht Lebers, nur Leber. Sag ich, aber was, du bist nicht von Litte, sag ich, von Litte, aber ich bin Jid. Und mir ruft mir auf Litisch, nicht auf Litisch. Das ist gewöhnlich ein Gespräch meiner Mitkorrespondenten, was ich komme. Ah, was ist denn für ihr betont, dass ihr solche Sachen? Sagt ihr später, die zwei Jahre, 1947, hat ihr gesehen solche Sachen? Ihr das nie wir gesagt, also wir haben das nicht gesehen und wir haben nicht getracht wegen solcher Sachen, weil dann ist die Frage nicht politisch gestanden, es ist gestanden militärisch die Frage. Für jeder einen ist gewöhnt die Frage, zu sein ein guter Kämpfer, zu hagen und zu sein. Nein, ich habe 45, 47. Ah, 45 habe ich noch mehr geführt. Dann hat es also geführt, dass wir einen Krieger schwerer waren. Weil sie dann im Ganzen gemacht 100% gemacht litwisch die Division. Gut, dem, was ist noch geblieben, russische Kommando. Ich weiß nicht, in anderen Teilen noch, also wir von der ersten Tag bis zum letzten, wir gewinnen in der dritten Division, in der 8. Batterie, was wir unter 224 Polketen dann noch übergemacht, dabei tristische, ich weiß nicht, 368 der Gaubitschner Division. Wer hat das übergemacht? Norderkrieg. Es ist gewöhnlich viele Fragen, nur der Krieg, ich weiß nicht, mit Gerät noch, wir haben noch gewöhnlich Armee, als man will, beklagen voneinander lassen alle nationalen Divisions, sei dem Latwiske Korpus, sei die Gedeseln in Sankin und sei die Grusinske Optimum. Und das ist jetzt Material in Estonske Division. Ich weiß, dass die mit Gerät wegen sich, als ist da. Aber wo sie mir kämpft, dafür habe ich zu viel. Sie sehen jetzt in einem gewissen Buch, wegen Testwender Beinahe, oder Sie sehen, es wird der Mont Estonski Korpus, nicht die Wiese, Estonski Korpus. Latwiski Korpus? Nein, Estonski Korpus. Wegen lettische Divise ist da Sach mehr, da Sach Hebräer von Lettland. Doch, ich frage mit etlichen Reden, so ist das Buch wegen Lettland, das habe ich dort nicht geschrieben. Aber nicht geguckt, aber darauf ist bei uns eine Gewinn von Rigeriat mehr. Eingefallen? Bei uns gewinn Benische in der Parkmacher, was er als Gewinn von Riga reingefallen, der lettische Divise. Weil es ist Alpito, es ist Litte, Latwe. Sie sind verkehrt, ja. Sie sind verkehrt, ja. Hat das getragen. Yeah. Zwei Sachen. Yeah. Wegen ihr Demont Zeitung früher. Ihr sagt, wegen Erden geschrieben in Einigkeit. Ja. Yeah. Wenn Sie das also wussten, haben Sie geschrieben in Einigkeit? Wenn ich hab das gewusst, dann wegen Einigkeit. Ich behaupte kein Teus nicht. Mir dachte sich, als der Karlinas, der Kommissar, ist gewöhnlich interessiert, dass in Polen so lang kommen der Einigkeit. Wir, jüdische Soldaten, sagt dann kommen der Einigkeit. Ihr gedenkt in wirklichen Exemplaren in der Batterie, in der Zwod, in der Zilene. Aber die Einigkeit, der, was sich interessiert, hat ihn bekannt sehen auf dem Front. Ihr mir noch einer erzählt von Art Polk, aber von anderer Seite, um das erzählt von anderen Polken, aus keinem Moment gesehen Ich habe gesehen die Männlichkeit und ich habe gesehen meinen Namen. Ich habe das weiß gefunden jetzt in Jerusalem. Sie ist gewöhnt die Rubrik die jüdische Helden. Ich habe gesehen, Epscher hat das Kriegen zurückgeschickt, weil er dann schon so
weil es sie gewinnt der Radist, der Artillerist, Radistkämpfer in dem Schlacht. Mir sag ich, hat es einfach lieber geschrieben, schön. Der Name Kämpfer ist mir, ich weiß nicht, ihr darf es noch gucken. Einfach Doktor, das ist der einzige jüdische Wort, was Sie sagen, oder Sie gewinnt noch, ihr geschrieben jüdischer? Mir hat geschrieben jüdisch und mit gelehnt jüdisch. Das heißt, mit gelehnt Brief, mit sie gewinnt zwischen unsere Chevre, sein gewinnt, was haben geschrieben jüdisch. Sie haben geschrieben, Shirim. Shirim? Shirim in jüdisch. Sie ist gewinnt auch viele Lieder, was mit gesungen. Nur mehr Teil. Ihr denkt, dass ihr ein Lieder sagt? Ich denke, als ich sitze in der Kopf und es wird sein schwerer von Herzen und es wird sein oder noch eine Tellerische Kanonade oder noch eine Attacke oder noch dem mit durchgekommen ein Blindage und mit Sitz vom Matterpe und mit 10 Tonnen dem eisernen Eberlin in diesem Lanke vielleicht sitzen und vielleicht singen als Fatke Meret mit Lelia Reach und Kronaischa. Sie gewinnen mehrer Teil. Die litwische Jugend, was ein Gewinn, die jüdische, der Hebräer, was ein Gewinn, der litwische Division, alle in Mustivrit. Sein zwischen die jüdischen Soldaten, was ein Gewinn, Division, mehr hat er sein Gewinn, Zionist, nicht jüdisch ist. Ich weiß nicht, was das ist. Also, das ist die jüdische Jugend? Das ist ein Fakt, weil es ist bei uns viele seine Gewinn, die. Nur die Arella Schlachten, die winterdicke Schlachten, und wir kommen zu unseren Gaubitzes und wir kommen zu den Bäckern. Mit die Traktoren haben nicht getaggt, sondern nun zugeschickt zu den Amerikanern zu den Bäckern. Ist die Nahagim von den Studebäckern ist bei uns in Batterie, sind gewöhn von 4 Nahagim, sind gewöhn 3 Iden. Ist Stehmann, 2 Brüder Stehmann, sind bei uns gewöhn. Von Litte, ihr gedenkt genau. Ja. Nur, ihr gedenkt, bis heute Tag, als bei uns gehaget werden, ein jüdischer Soldat, fliegen sie, seien die Hebräkadische von unserer Batterie. Und die Konflikte müssen legen zum Israel. Wir alle, wir fliegen, machen eine jüdische Leweihe für die umgekommenen jüdischen Chaveren. Das muss nicht noch. Das heißt, speziell, sagt man sagen? Eben, es ist noch gewähnt die Möglichkeit. Aha. Und Kamata ständig gewähnt die Möglichkeit, zu bringen zur Quere die jüdische Chaverim, vielleicht stehen auf der Rhein und Kinder und sagen, die kennt gegenstellen, auch grob in dem Käfer, als die Kopf liegen zum Miser. Also, ist angenommen bei Ihnen? Bei Ihnen dachte ich, also, ich habe kein Interesse. Allenfalls Leute jüdischen Dien. Aha. Sie sind gestanden auf dem Leute Tradition von jüdischen Dien. Und die jüdischen Hebräer haben sie geholfen? Wie das anders? Jetzt ist ein Seid wie Karlin. Karlin dachte, er wird Litwisch. Ein guter Litwisch. Er wird nicht mehr reden jüdisch. Ich habe mit ihm geredet. Aber ihr erzählt da sehr allein, sagt ich bin fein, dass ihr da Einigkeit soll sein. Jetzt, Er sitzt hier da in Litwitz? Ja, yeah, er muss hier, ja. Kann ich das? In CK arbeitet er das. Ja. Er sagt, die Goyim haben mehr gewusst, was ist das Lachaim? Ja. Der Wort Lachaim. Wir sind nicht nur Lachaim. Bei uns auf dem Front, mit gewinnen Sitzen eben gelebt. Es ist nicht gewinn die Frage, kommandierenden Soldat in Sinn von Leben, weil zusammen sind geschlafen auf dieselbe Narre in dieselbe Simlanke. Na, der Unterschied ist gewesen, die da beweisen den Respekt zum Kommandier, sagen wir am Angissen, noch 200 Gramm Branden von die Branden, was das Taschenhafer schicken und auf die erste Position. Das ist gewöhnt von unserer Seite und von der zweiten Seite ist das Taschenhafer von seiner Seite vielleicht noch zugeben, was er kennt, ist ökonomen und die Soldaten, die sind geblieben auf der Armee-Position. Dazu, die sind gesessen auf die Perdawee-Position von unseren Artilleristen, seien irgendwie mehr privilegiert. Warum? Weil eben wir sollen nicht zuschicken zu der Zeit oder wir sollen zuschicken Ärger, eben die Möglichkeit, dass es nur ein Leute hat, gehabt mehrere.
dass die, die sind gesessen, 5 Kilometer von Front, hat mit der Reus rufen und gesagt, sie gehen zu uns, ist gewesen der ärgste Sache. Weil die ganze Weg ist gewesen unter Abstrahl von den Deutschen. Aber ihr sagt es an, gegen dem ich war gefragt wegen Lechaim. Ja. An gegen dem hat er auch noch das zu erzählen. Lechaim, an mir vielleicht uns bringen, die dem Simni Pajok, die Branden, und mir vielleicht nehmen die in die Gläser, dazu nicht gewöhnt, alle mit zusammen zu trinken im Lechaim. Vielleicht ein Trinken von der zweiten Seite, die große Flaschke. Nein, nicht von Flaschke. Oder auch viele von Katalog, die... Von der... Von, ja, ja. Vielleicht ein Sorgen dem Wort Lechaim. Und Lechaim ist gewöhnt, aber wusste der Wort, sei für die Russen, sei für die Litwiner, was er gewöhnt gewesen. Ich habe auch eine schöne Episode zu erzählen, weil ich habe einer, was ich geraten mit dem Leben von unserer Division, er ist ein Wilner und er ist meine Rechava, was ich nicht wissen kann, er ist meine Rechava, aber ich habe mich rausgezogen von der ersten Position. In welcher Kampf ist das gewesen? Das ist gewöhnt in Vitebsk, Leben Barock. Labok Barock. Er sitzt in Bat Yam. Bat Yam, wie ist er? Was? Lölke de Seike. De Seike? Er kann er erzählen mehr, aber ich liebe das sehen. Er verbunden die Wohnung? Er ist gelegen zwei Tage um Bewusstsein. Der Dorf ist übergegangen zweimal von unserer Hand zu seiner Hand. Palkin weiß ich, wie das Namen. Palkina. Palkina ist er gewesen. Das ist ich in jedem Rayon von Palkina. Nur das ist gewesen Barock oder Labock, ihr gedenken genau. Es ist der Lölke. Yeah. Wir sitzen die Kinder Jakobes. Aber der Herz, wie es krächzt, ein Soldat. Aber ist ihm die Kopf ist gewesen schwer. Verwusst sein gesessen, in Dorf sein gesessen, die deutsche Snipers, und sie ihm wünschlich der Ausrücken den Kopf, legen sie gleich an ihm beschießen. Ob mir nicht gekannt verstehen, so dass sie von deutschen Seite zu von unserer Seite krächzt. Dann noch aber, ob mir der Herz genommen haben, durch den Binokel, das ist nicht durch den Binokel, nur den Binokel, und sagten, die könnt ihr ausrücken. Wir haben gehabt, das Zerreturbad, das geheißen. Ah ja, wie ein Unterwasserschiff. Das ist ja, und ja da. Ob wir da sind, im Platz, wo es liegt, bin ich mit noch einem, einem russischen Razvetschik, was gewinnt von unserer Batterie, Talanin. Er ist dann noch umgekommen. Er ist gewollt gluschenen Fisch. Bei dem Ende Krieg, ein Weg ist schon mit Toll und er hat untergezogen den Bequarten Schnur und er hat sich aufgerissen, im Wasser, zu riesen Abstickler. Sein mir ruhig gepoiset und der Poiset zu ihm, wir haben ihn aufgelegt auf eine Plaschpalatke und geschleppt mehr als 150 Meter bis zu unserer Position, von der neutralen Sonne, zwischen uns und Deutsch und die Deutschen. Wir haben ihn reingeschleppt in einen Korb, ist in Tranchiert, nämlich die können schleppen, weil es ist schmal und sie ist zigzag gegangen. Haben wir gemacht von zwei Palkes mit der Plaschpalatke, haben wir gemacht eine Silke. Und wir sind gewöhnt in der Kopf und nehmen auf die Hände und wir haben rausgegeben, bis wir uns herabgerückt unten. Er ist gewöhnt, der ganze Ponym ist gewöhnt, verklebt vom Blut, mit durchgeschossenen Fies. Beide Fies, durchgeschossene. Wir haben ihn begossen mit Wasser, wir haben ihn abgemintert. Habe ich ihm eine Frage getan, hat gut das? Sagt er, Svilna. Und er hat mich gefragt, die hat gut, dass er so der Tischek. Kto, der Kämpfer. Sagt er, Lofke, das bist du? Zu mir. Sagt er, wer bist du? Sagt er, Lolke. Sie gewinnt er, Achava. Sagt er, nein, ich will bleiben leben, weil ich keinmal nicht vergessen dir. Habe ich ihm gebracht, in der Zeit, den Punkt, sie ist gewinnt bei uns ein Kuch, der, wie ruft er sich? Was kocht? Kuchen, ne? Na, was, ja. Povar. Der Povar ist gekommen gebracht und den Mittag. Aber gebracht Lolken zum Povar, so ich zu ihm, wie der geheißen, habe ich vergessen, ein Geller Litovitz. So, du musst ihn wegführen in Thiel.
Sagt er, nein, nein, wo ich am Vier auf dem Kirche habe ich ihm zugestellt auf dem Matz zu ihm, sehe ich, eben, das ist dem nicht auf Vier. Ich wollte auch wissen, dass es dem nicht auf Vier hat, dass es dem nicht übergeben, mehr hast du nicht was zu kommen nachher, weil ich will dir da ablegen. Und mehr habe ich nicht gewusst von ihm. Nur kommen ich in Wilne, schon als Pabedanasnei Division Nordakrieg, und kommen ich in Wilne. Ich will nachrufen, noch einmal so. Pabedanasnei. Gut, aber das ist auch noch weiter. Ich ist letztes Jahr... Nischinske, Drischinske. Das ist im ganzen Nachhinein. Das lass mir ein dicken Faden nehmen. Ja. Kommen die Kindivisie, hat uns alle geschickt in Sakret, mit uns gleichen Tag angelassen in die Kaserne. Erst mit der Mold kommt zu gehen zu mir. Der Kommandier sagt, der Herr, sich eine ganze Delegation von Invaliden sind gekommen, besuchen dir. Ihr Marois Ende Wald, ihr seid Lolke mit was war, 20 Invaliden, wer an der Fuß, wer an der Hand. Ob sie mir da sehen, ob sie mir angehen, warfen in der Heich. Sagen sie, Herr, sich ein, wir gerieten ein zu Abal. Ob er genommen alle Hevre. Und dann weggefahren, wo? Zu Mäßigen, ja, die Arbeit im Spital und sie haben gemacht zusammen einen Ball. Also ich weiß nicht, wer sie ist, wo ihr geblieben, wo sie geblieben. Ich weiß noch, mit uns genicht, als sie noch dann gewinnt, die Pferde mit die Dresines. Ja. Hatten uns geführt, da ist sie nicht dann über Wilne in die Dresines. Wer gewinnt die Invaliden, alle Jüdische? Alle Jüdische Invaliden. Nun, sie haben schon spekuliert in jener Zeit, sie haben gehabt das auch Geld, nur mir als... Und hat mir, was hat man noch gebracht, einen goldenen Sieger. Und hat gehabt 500.000 Rubel damals. Er hat gespielt in dort alle Fokus Mokus, mit den Roulettes. Sagt, hat er mir gewollt, ein Helfgeld weg. Sagt er, nein, er hat mir ausgenommen, als Abdeckung. Sagt er, sie hört sich ein. Sagt, das, was ich habe getan, das ist gewinn meine Business zu tun, um kein Geld darf ich nicht, ich bin Armee und ich darf gar nicht tun. Ihr trefft euch jetzt mit ihm? Ja, nicht oft, aber wir treffen sich. Nein. Ihr habt mir gefragt, wie geht es unsere Devise? Eder mit Vernommen Kleipede ist durchgängig die Belarusie und der Marlowski Front in Belarusie. Da haben wir vernommen zwei Dörfer, Nischewo und Drischewo. Da haben wir sich einen Namen gegeben, 16. Litovske, Krasnoznamenne, Nischenske, Drischenske, Strelkowe Division. И Клайпецкая? Потом это стало Клайпецкая. Потом это до Клайпеда, это Нищенское, Трищенское. Да, по вас у меня гелахт, weil er uns zermazlis in той же kommt zu vernehmen große Plätze, große Städt. Schavel hat die Rechnung vernommen? Nein, Schavel ist gewinn vernommen. Wir haben abgehakt, der Attacke ist auf Schavel, aber nicht vernommen. Ja, das ist nicht mehr mal so. Aber Jolo hat die Rechnung vernommen? Ariel, nein. Wir sind gewinn von Seite von Ariel. Belgorod, echt nicht? Nein, wir sind nicht gewinn. Arlosko, Belgorodsko, im Направлении. Ja, aber... Arlosko, Kursko, im Направлении. Interessant ist auch, dass ich in welche Städt. Sie sind nicht... Die Rechnung vernommen. Ich sage Ihnen von Wilna, Bayern. Wilna haben wir schon vernommen, Nordakrieg. Nordakrieg. Ihr seid daheim mit dem Parade? Ja. Yeah. Zu Fuß oder auf Feld? Ihr wisst nicht, Nordkurlandia? Nur Nordkurlandia. Nordkurlandia, ihr gefahren in einer Maschine. Für was? Wir sind in Artillerie. Wir sind gesessen in die Kuse, auf die Snaraten und geschleppt unsere Artillerie, auf die Studebäcker. Noch rein sein in mir. Ja, also die kommen in Litte. Ob sie gewinnen, eine Möglichkeit zu nehmen, die kommen von den Litwinern? Ich hab... Was ist nehmen, die kommen? Ich will auch sagen. Irgendwann gegen nehmen, die kommen von die, was verteidigen sich nicht. Irgendwann gegen, was mit verschlagen plänig ist. Sein die Klemm-Kuzhei, dem Episode, was ich habe erzählt. Also, Wilinski? Kuzhei, nein. Dort, wo ich sich mit den Medizinern, was ich habe ausgebissen, die Back. Ah, mit den Eigenen. Mit den Eigenen, was ist das? Was denn getan?
dort in der Wege harriert, ein paar Deutschen. Was haben getan unsere Soldaten? Hatten genommen Tete Deutschen und sie ist gewann die Daroschke, der Schwil im Wald, wo wir von gehen zu unserer Position, die von beiden Seiten Schwil hatten zugebunden zu den Beimer Tete Deutschen, mit der Weste, wenn sie die Bixen mit gemacht Punkte war Patschot nach Karaul, wie sie gegangen zwischen die Tete Deutschen. Ich habe geschrien auf unsere Soldaten, dazu dort noch mehr genommen. Wer haben Sie gemacht, jüdische Soldaten? Ich habe da gerettet wegen der Armee, was er gekämpft hat. Bei den Deutschen, das ist ein Volkssturm. Volkssturm, ja. Dort in Lemkusa ist ein gestanden die Volkssturm, die ältere Menschen. Also, ich will antrainieren. Ach, Moment. Sie kommen, sagte, das haben wir Ihnen getan, jüdische Soldaten. Nein, dort sind die jüdischen Soldaten gemacht mit Gewehr. Ah, ich habe nicht gewonnen. Es ist gewonnen, aber sehr wenig. Ich habe dort erzählt, dass unsere Division untergehalten mit der Artillerie eine andere Division. Die Pechotte von einer anderen Division. Unsere Pechotte ist gewonnen nach Odech. Aha, das ist gewonnen. Mhm. Lemkusche, no, das ist doch nicht keine wichtige Sache für die. Anfalls. Ihnen, wir so kommen, die hätten nur gesehen, was die Litwin haben gemacht mit uns. Wir sind im Durchgang in Belarus, wir sind gegangen nach Poniewicz, sind wir durchgegangen Tveretsch. Ja. Tveretsch ist 20 Kilometer von Hajdutschok, von meinem Städtel. Ob ihr gebeten, ihr gewinnt der erste Litwiner, das ist der erste litwische Soldat, was rein in die litwische Erde, was ist nun zu die eigene, zum Heimat. Ob ihr sich aufgebeten, wir haben gemacht ein Prival, auf 10 oder 8 Schoben, dort sind wir geblieben, dort stehen. Ob ihr gebeten, bei meinem Kommandier, er soll mir erlauben zu gehen in Städtel. Was mir erlaubt, ihr habt gekommen in Städtel zu mir, ihr habt gelaufen, Punkt, wenn er auf Plan ist gepflegt, also ich bin ja gelaufen dahin, aber getracht nach Hemsen zu finden. Kommen die Städtel, aber ich habe getroffen, als es regnet. Ich habe nicht erkannt, sind da gehen die ein paar Kilometer zum Städtel, aber ich habe gesehen, die Städtel mein. Nach was, ich habe da sind im Kloster. Ihr Leute im Kloster, als ihr Mann gekommen zu mir in Städtel, bin ich gekommen, wo mein Stub ist gestanden, ist alles verbrennt. Aber getroffen dem Storos von Städtel, Mikalaschke, da geheißen. Aber ich habe gefragt, Herr Sachein, wo sind meine Eltern? Sagt er, wo alle dort in seinen See. Und er hat mir gleich gesagt, wer ist da in Städtel? Sagt er, Adele, unser Erschochen, du hast gelebt bei uns in Dieren. Sie vielleicht uns melken die Behemoth, sie vielleicht dort helfen, waschen, wäsch. Und sie gelebt bei uns in, wir haben gehabt, ein größeres Haus von vier Wohnungen. Wird sie von einer ganzen Wohnung mit ihrem Sprache. Sie hat gelebt in einem Keller. Ja, mal rein in dem Keller ist gewesen die ganze Sachen von unserem Stub. Sie hat mir da sehen, Lovinka, und gehen weinen, sie hat mir noch erwiesen, wo sie ist vergraben hat, Chamadan. Ich habe gegeben dem Chamadan, in Chamadan ist Grund gewesen, aber Album mit Bildern. Hab ihr genommen dem Album und ich habe sich umgekehrt zu sich, ich habe nicht hart werden. Ich habe sich umgekehrt, habe ihr sie erzählt und gemacht ein Meeting bei uns in der Division. Und da ist es mit der Paklalis, hat am Stil der Simio-Kampfer. Ist an mir seine Reingänge nicht schlachten, ist bei uns in die Snaraten, was mit geschossen hat, man ist der Schmerz-Simio-Kampfer. Mit Kreid hatten geschrieben, hat wissen erraten. Ja, das sind die Litwiner und die Russen. Ach. Was alle zusammen sind gewendet. Ihr habt gewendet, erst was mit Jörg Marien Heidutsch. Das ist gewendet, Heidutsch gewendet nach dem Grenz von Belarus. Ja, ja. Heidutsch ist ja. Der doch von dort. Apivala. Apivala, richtig. Ja, das Apivel ist doch gewesen unser Deputat. Ja, ja. Der Horn ist erwähnt. Er gewesen, das ist ein Geräusch, sagt er. No? Er gewesen unser Deputat. Er gewesen als Partisaner.
Ihr hört auf, wie auf Litwisch? Litwisch aber sein Buch, ja. Ihr hört auf Russisch Literatur. Ich will auch abschicken ständig. Auf Russisch? Was? Ja, Gedenken, aber... auf Russisch... Russisch... Na, auf Russisch habe ich Platonow, wegen... Jiddisch, Russisch, die Hebräer. Nein, wegen die Wiese, nur Litwisch. Litwisch. Russisch... Russisch. Die haben sehr interessiert, die wir hatten, aber. Russisch. Jede Mal Sachen mit Russisch. Nein. Wegen Partisaner, wegen Litwisch, jeder Russisch. Nein, Russisch nicht da. Von Tessa habe ich auch diesen Mäuschnitten von verschiedenen Eltern. Jetzt will ich wissen, beim Sof noch, um welche Medaillen du gekommen? Ich habe gekriegt, dass ich gewinne am 7. November 43. Jahr. Wir sind gestanden. Das ist das erste Mal? Die erste Medaille meine. Aber wir kommen seit Wagen mit einer kleinen Kalotke noch. Danach, dass ich gewinne, ich habe mir geguckt, wie auf Geräusche, wie es ist, die ist gewinne von der ersten Agrades bei uns in Division. Wenn wir sie gewinnen? Das ist gewendet am 7. November 43. Jahr. Da musst du erst mal aufhören. Ja. Yeah, hatten akkurat. Das ist gewendet in Belarus. Warum Nevel? Ich hab kein Deutsch. Ich meine, sie sind da oben. Berozowe Roscha. Ja, ich hab ja noch, ja. Das ist gewendet Leben die Berozowe Roscha. Ich habe mitgebracht dem dополнительen Pajok, dem praznischen Pajok für die Soldaten. Ist gewöhnt Pechenje neu gegeben, gedenke ich. Erst mit Tuspei sich zu nehmen zum Essen, erst mit angesagt, als Niemzen nastupajet, die Deutschen nastupajen. Wir sind rausgegangen in unserer Position. Wir sind gestanden auf einem Berg. Erst wo von links auf, es ist gewöhnt, Sie gewinnen am Schock, wo das gewinnen leben am Osere. Ja, ja, das ist ein Palkin, das ist ein Blotze dort. Ja, ja, Palkin. Ja, Kielpack, aber Palkin und Kielpack. Dort nicht gewinnen, wir sind gewinnen am Schock. Ja, 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 ja. Gestanden. Ja, ja. Wo sie gewinnen die Sadatze, dem Deutsch abzuschneiden, dem Schock. Sie gewinnen auch um Nevel, überhaupt kein Deutsch. Nevel Polotsk. Ja, 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 ja. Ja, Dreikant, das ist. Ja, ja, ja. Erst wir sind raus, wir sehen wo. Unser Pechote von links rechts laufen, der Deutsche ist vergangen, sei links, sei rechts, mit gelosen der Artillerie, alles sind gelosen, und wir sind geblieben, hat er sehr akkurat. Die Deutschen, die sind gegangen mit da, um sie uns gewählt im Ganzen überschneiden und losen, da große Aufgehörschaft von 1000 Mann sind wir gewählt. Echt nicht 1000 Mann. Der Kommandier unseres Gewinn, Gejutis, Kommandier Division. Hier geblieben der einzige Radist, der einzige, was mit den Kenzer verbinden mit unserem Teil, hat gleich angegeben, wie man sagt, so, als der ganze Polk soll sich nastreuen auf meine Galim. Und der Kommandier Division, Gejutis, hat angegeben, heißt es, geben die Koordinaten und mit gehen der NZO, Nepodwiesne, Zagraditen, Agon. Wir haben herumgeringelt sich mit den Snaraden von der Feier, die Deutschen sollen können da gehen. Und wir haben gekämpft gegen Deutschen und sie sollen uns nicht kennen, den ganzen, heißt es, vermachen. Bis wann sind angekommen unsere Tanken? Und wir sind weg und noch unsere Tanken und wir haben wieder vernommen unsere Positions. Wir haben faktisch die kleine Gruppe Rovke, die sind geblieben, haben nicht gelost, vermachen dem Sack, wo sie ihm gewählt hat, das ist ein sehr strategischer, wichtiger Punkt von was, hat zugestellt dem Gejutisten zu Geroi Sowjetskiego Sojusa, um mir zu Krasnowo Znamenje. Hat mir gegeben Alexandra Nevskova, um mir nicht gegeben Zaltwago. Ja. Weil ich habe untergehalten, die... Sie werden der erste Zaltwago? Sie gewählen der erste. Na, Jolot nicht gewonnen noch? Was? Na, Jolot sollst du mir nicht kriegen? Nein, in der Welle. Sind es noch ein Gewinn in der Tor? Sind noch ein Gewinn in der Gerade? Dann noch erst. Ich kann auch beweisen, bei mir ist ja ganz abwechselnd. Mit der Ohren ist es geknischt, ich habe sechs Stück.
Sag ich, welche hast du noch? Ich hab Slavy, dritte Stepene, ich hab Красной Звезды, ich hab zwei Zartwagen, за победу над Германией и отличный связист. Отличный связист? Значок, отличный связист. Вот, ich kann also beweisen. Jetzt, wegen Willensken. Er sagt, er hat die Schossen, dort, wenn er die Kronen namens Geräusch ist, gewinnt, er hat die Schossen 330. Das ist ein sehr schöner Episode. Aber wir haben unsere Armee durchgerissen, sagt Pat Dubis. Das heißt, Dorn von Schavel. Die Armee ist weg. Wir sind gegangen in den zweiten Echelon. Für uns, die Reißer sind schon durchgegangen. Nur wir sind gegangen. Dort geht in die größte Wälder, bis zum Süd. Ja, ja, das ist die größte Wälder. Es ist gewähnt viel Fakt, dass wir sind gegangen in Kolonne, im Wald, und ein halber Kilometer von uns ist gewähnt eine Kolonne Deutschen. Unsere Razwetke, was mit der Reus geschickt, erfährt, ist, als dort ankommen zu uns in Kolonne, sind sie angekommen in die deutsche Kolonne. Haben sie sich herausgerissen von der Kolonne und haben gesagt, damit vernommen die. Und mit abgeschnitten die ganze Gruppierowke, die Deutsche, die sind gegangen, noch abzutreten, hatten sie vernommen dort nie im Wald. Wir sind angekommen in Wastoschne Prusse, in Misrach-Preisen. Arriba dem Grenz, von Liete zu Preisen, und wir sind angekommen, leben mit dem Wald. Ihr habt gehört? Nein. Ich hab kein Täuschen, das darf man angucken nach dem auf dem Mappe, ja, nur dachte, das ist Medewald. Allenfalls leben Medewald, dort ist durchgegangen, das ist gewesen, sind zum Nehmen. Wir sind da entgegen die Sied gestanden. Ja, das weiß ich. Da gehen die, was für 4-5 Kilometer zum Nehmen, oder da ist nicht gewollt uns da losen zum Teich. Hat er rausgeschickt die niemetzke Pechotne Uchilische, die Lzitzke niemetzke Pechotne Uchilische. Und Wilenski gewinnt links von uns. Ich weiß nicht, wir sind gewinnt zusammen mit der Pechotte, aber zu wem gehört die Pechotte, weiß ich nicht. Sie sind gewinnt Litwiner, neigenommene. Schon von den befreiten Rajonen. Als der Deutsche ist weg in Attacke, wir sind gestanden auf wie es geht, der Eisenbahn, ist gewesen angeschossen, an der Sip. Ja. Von der Eisenbahn. A Kopanke. Wir sind gestanden hinter die Eisenbahn, das ist unsere Position. Als der Deutsche ist weg, und unsere Artillerie sind noch gewesen aufgestanden. Punkt in der Zeit ist er übergeführt, die Artillerie nennt er. Sein sehr weg in Attacke. Ein Russer auf unsere Artillerie geben Feier, ob wir nicht gekannt haben, was ihm sich übergeheben, unsere Batterie. Wir sehen die Deutschen, die Neue, die Litwiner, haben sich weggesetzt, behalten die Kepp wie ein Krott in die Norris. Und sie schießen in der Heich, sie schießen in Gott. Mein Kommandierbatterie ist Pleschkow gewesen. Er ist dann gewesen noch ein starrischer Lieutenant, ein starrischer Polkovnik. Hat er gesagt, Ребята, seine Position, Pechotte. Wir vernehmen die Position, wir sind gewesen 30 Artilleristen. Haben wir genommen mit den Prikladen Hargenensee, die Litovces, die Neue, wir haben sie zerbrochen, die Beine, und wir haben vernommen, ihre Position, die Polymioten. Ich habe da gestellt, bei Polymiot. Ich war bei größeren Polymiot. Und wir haben angehört in der Langensee. Sie sind gegangen mit dem ganzen Guft. Vollem Rost, mit psychischen Attacken sind sie gegangen, schickere. Wie wir haben angehört in der Langenfeier, haben wir sie weggelegt. Wir haben sie schon weggelegt, dass sie sind geblieben, liegen 200 Meter von uns. Wir haben ausgelegt, dass nach Sardeichen und zerbrochen die Beine, aber die Litovs. Dann noch, wir haben daher den Murat von Wilensken, von links, und er hat sie herangetrieben in Jemen. Und von der reinen Terry kriegen die Reusowetzke Sajuse und ich habe kriegen Orden Slavy. Aber also nicht wollten wir den Plan? Also nein. Kennt ihr den Plan? Sie haben alle aufgegeben die Hände.
Sie sind rein bis in den Hals in Jemen und nur geben die Hand. Hat er gesagt, Strelat, Roberta. Das ist mein Gerät oder das ist Ihr Herr? Das ist ein Gerät, ich habe es nicht gesehen. Ich werde mit dem Mausi rufen, hat er gesagt. Mit dem Mausi rufen? Sagt er, ja, Jesikow nicht beruhen. Kein Zinger nimmt er nicht, er weiß ja sie, was du sagst in Deutsch. Das hat noch ein Gerät bei uns. Nein, früher hat er mir gesagt, weil er hat mir gesagt noch eine Sache. Also, ich weiß, was sie tun. Sagt er, ich habe gesehen, was sie aufgetan mit meinen, was sie ihm aufgetan, ich wollte kein deutsche Pläne nicht nehmen. Also, man seine Familie dann? Was? Das ist da, offiziell gebe ich das und ich gebe das, was mir dir hat. Was mir dir hat. Nun, es ist leicht, dass er von sich her sehr. Weil damals hat er schon gewusst, den Bruch von seiner Familie. Dort nicht gewesen. Und dort eine Tuschpalerik haben geäußert, dass er Josef. Leben mit der Welt. Und Schuhe, ich dachte mir. Leben mit der Welt, weil die deutsche Tanken haben sie ihm nach. Leben paar Gegen, das gesehen. Paar Gegen, ne? Paar Gegen. Paar Gegen die litwische Seite. Also ich schreibe dir jetzt, dass ich Leben paar Gegen. Paar Gegen? Ich wollte interessant, er guckt an der Karte, das ist die Verein Medewald, eine mollige Karte. Eber kennt das. Nein, eine deutsche Karte habe ich nicht, für Ostpreisen habe ich nicht. Ich habe ja eine Karte, ich habe nur bei Sesewitz. Ja. Ich habe gelegen im Spital, ich weiß, wie ich ihn vor sich. Gut. Die Gedenks habe ich gehalten die ganze Jahr. Wir enden ihn jetzt. Ich habe das Kriegen zugeschickt in 3-4 Wochen rum. Sei wie sein mir doch das tut. Eber ist nicht schwer. Was ist denn, als Ege geht das? Wie kriegt das? Eine kriegt sie auch zurecht zu machen und eine bleibt für euch persönlich. Man will zugeben, was auch ist, merken was. Und nur, ich hoffe, eine Sache, ihr sollt mir noch gemeldliche Dokumente über zu fotografieren. Ich will dem Rodina Zewiot gegen euch. Bitte. Das fotografiere ich über die Universität und ich kriege das dem Original zurück. Und der kopiert das Leiden bei uns. Top, tada rabba. Dankeschön. Wei, noch einmal. Da wir sind.